und herzlich willkommen zu einer Runde um Schreiben. Zu diesem Format haben wir uns vom wundervollen Unsympathisch TV inspirieren lassen, also schaut gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Das Spiel geht wie folgt. Jakob, der hinter der Kamera steht, umschreibt ein Wort und Johanna und ich müssen den exakten Begriff erraten. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel Pferd da draufstehen hat und er das umschreibt und wir Pony sagen, dann ist es nicht richtig, sondern wir müssen wirklich Pferd sagen. So, und dann können wir schon durchstarten. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Gibt es für verschiedene Einsatzgebiete? Zügel, Sattel. Springen, Sattel. Oh, krass. So, nächstes Wort. Pferd hat mehrere davon. Beine, Hufe, Ohren, Augen. Davon ist nur der Hornschuh sichtbar. Das ist die Mittelzehe. Einzahl. Huf. Korrekt. Was hast du schon gesagt? Ich habe Hufe gesagt. Das ist ja nicht der exakte Begriff. Oh, ja, okay. So. Innerhalb einer Rasse auf Schnelligkeit gezüchtet. Das ist eine Reinzucht. Quasi das Gegenteil von Warmblut. Vollblut. Ich glaube, Anne war schneller. Okay. Ja. Dabei gibt es eine Schwebephase. Kann als Abfolge. Galopp. Jetzt wird es aber schwieriger, Leute. Okay. Übungen der klassischen Reitkunst. Vorderhuf wird im Bogen durch die Luft besonders hoch und ausreifend geführt. Spanischer Schritt. Ja. Spanischer Schritt. Oha, das wird wirklich schwieriger. Ich habe irgendwie an so einen Bogen gedacht. Das wäre das. Machen coole Videos, haben einen YouTube-Kanal. Das war, glaube ich, echt gleichzeitig. Ich glaube, wir müssen einfach in der Bearbeitung schauen, wer gewinnt. Das ist eine Pferderasse, kräftig. Norwegisches Pferd. Bestandteil des Zaumzeugs. Mundstück mit Ringen an jeder Seite. Trense. Beim Dressurreiten ist es eine Klasse, steht für mittelschwer. M. Dressur. M-Dressur. Aber ich habe M-Dressur gesagt. Ist eine spezielle Form von der Pferdefrisur. Das Ganze kann kippen. Ja. Findet man auf Reiterhöfen. Bietet viel Platz. Bietet viel Platz für Gegenstände. Reitplatz. Zur Aufbewahrung. Reitscheine. Haben wir mal ein Video drüber gemacht. Reitschrank. Ja. Oh. Kacke. Da ist ganz schön viel von dem Stall. Findet man auf Reiterhöfen. Reiten außerhalb von Reitbahnen und Hallen und Geländeparcours oftmals auf dem... Ja. Ich glaube, der Sieger ist ziemlich klar. Hier wird nochmal der Punktestand eingeblendet. Das war's auch schon mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten könnt ihr gerne auf kostenfreier Lehramtsbasis ein Abonnement da lassen. Und wir sagen... Schönen Tacho!